Also, kennst du, kommt eine Prostata-Tätowierte an mein Auto und fragt Wismar und fragt, nee, Rostock. Wo sind wir hier? Also, wo ist denn unser Studio hin? In der Natur. Natur? Ja. Um Gottes Willen. Wie kann man denn in die Natur gehen? Da, wo die in dieser Hitze. In dieser Hitze sind. In die Natur. Wer macht denn sowas? Hallo. Guten Tag. Ja. Wir sind im Schlosspark in Oranienburg übrigens. Ja. Ne? Kann man ganz gut an den Sprengern sehen. Echt? An den Sprengern? Kann man erkennen, dass wir im Schlosspark Oranienburg sind? Ja, die sind aussagekräftig. So, jetzt gibt es nur noch Oranienburg. Schlosspark. Spaß, Freude, Ausflug. Schön ist es hier im Schlosspark. Ja, die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Herrlich. 2009 war die Landesgartenschau, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Schon wieder verdrängt. 2009 wurde, also für die Landesgartenschau 2009 wurde dieses schöne Gelände geschaffen. Ich meine, es gab ja schon den alten Schlosspark. Ja, aber das haben sie ja natürlich aus dem Nichts erschaffen. Hier war ja noch Brachland von NVA noch und von den sonstigen militärischen Aktivitäten, die hier vorher stattfanden. Genau, und wo stehen wir hier jetzt genau? Wir stehen jetzt im Gartenzimmer Eifer. Sag mal, wir stehen davor, weil es im Gartenzimmer dermaßen schallt. Das hätte ganz komisch geklungen, wenn man dann... Ja, das wäre komisch. Sonst gibt es ja die verschiedenen Zimmer der Kurfürsten oder so. Genau, wo man sich umgucken kann. Ja. Werden wir auch gleich nochmal tun. Wir werden jetzt nicht die ganze halbe Stunde hier rumstehen. Warum eigentlich nicht? Ja, weil die Sendung... Vielleicht dauert die Sendung auch anderthalb Stunden. Eine dynamische Sendung ist. Mal ein bisschen was anderes im Sommer. Ich habe ganz extra die Hände in die Hosentasche steckt, weil ich jetzt so hier stehen bleiben möchte. Dass man hier mal ein bisschen rumkommt und den Leuten auch Oranienburg von seiner schönen Seite zeigen kann. Ne? Von einer ganz schönen Seite. Ja. Alles grünt und blüht. Aber man muss ja wirklich sagen, dass dieses Schlossparkgelände hervorragend ist. Vor allem, es gibt ja viele Bundesgartenschau und Landesgartenschau und sonst noch, die nach dem vorbei sein, endlich ein tristes Dasein
Tristes, genau. Da sind dahin vegetieren. Und hier ist es wirklich so, dass die Stadt total gut angenommen hat. Viele Kinder hier sind und immer wieder neue Attraktionen auch gerade für Kinder gemacht werden. Das finde ich total schön. Jo. Ja. Also, das haben wir ja auch schon mal gesehen in den Impressionen. Und erklär schon den vorigen Folgen irgendwann mal. Ja, man muss auch sagen, wenn ihr jetzt denkt, hier ist niemand, weil auf den Bildern immer kaum jemand zu sehen war, es ist natürlich schwierig, wenn man natürlich Leute filmt und also ich dann Leute frage, ob ich sie dann aufnehmen darf, habe ich lieber immer nur leere, fast leere Sachen oder Leute vom Weiten. Man hört die Kinder so vom Hintergrund zu. Ja, wenn der Ton jetzt so extrem laut ist, dann hört man das, ja. Ja, vielleicht. Ja, natürlich wollen wir auch in dieser Sendung aktuelle Themen der Woche besprechen und ich habe tatsächlich den Zettel schon wieder voll. Also ja, es ist einiges, unglaublich viel passiert. Einiges ist los gewesen. Zum Beispiel, wir haben den ersten Kanzlerkandidaten. Ja. Olli Schulz. Ja, Olli Schulz möchte Bundeskanzler werden. Also die genau Fest- und Flauschig-Partei. Genau. Also genau gesagt, Olaf Scholz, der ehemalige regierende Bürgermeister von Hamburg und jetziger Vizekanzler, möchte jetzt der richtige Kanzler werden. Ja. So, jetzt haben wir es nochmal richtig. Er wurde nominiert. Mir ist zwar erstens nicht klar, warum das jetzt über ein Jahr vor der Bundestagswahl schon passiert. Zweitens ist mir nicht ganz klar, ob wir nicht irgendwie gerade andere Sorgen haben. Und drittens ist mir nicht ganz klar, SPD-Kanzlerkandidat. Naja, das Lustige ist die Esken hat ja vor ein paar Tagen ja so ein Sommerinterview. Nein, nicht vor ein paar Tagen, ein Tag vorher. Also ein Tag vorher. Also quasi 20 Stunden vorher. Ja, ich wollte sagen, vor unserer Sendung. Naja, aber 20 Stunden vor Bekanntgabe. Dass es ja auch eventuell ein grüner Kanzler sein kann, wo man dann eine Junior-Partner wieder ist. Genau, also man muss gar nicht selbst den Kanzler stellen und ob das da, also wer das dann ist, das werden wir dann ja mal sehen. Und ein Tag danach. Ja, wir müssen ja, guck mal, wir müssten ja auch den Kandidaten wählen, der relativ noch bekannt ist von der SPD. Und es gibt ja nicht mehr viele Kandidaten, die man von der SPD noch kennen würde. Ja, man könnte ja Kevin Kühnert ins Rennen schicken. Ja, genau. So einen jungen, ich meine hier Österreich, Sebastian Kurz haben auch einen sehr jungen Bundeskanzler. Ja. Warum nicht auch Deutschland? Und Philipp Amthor als Vizekanzler. Nee, das geht ja gar nicht, weil die CDU ist auf jeden Fall stärker. Ja, oder umgekehrt. Umgekehrt. Philipp Amthor als Bundeskanzler und Kevin Kühnert als Vize. Wer weiß. Aber ich was denke mal, die wollen die CDU ein bisschen den Druck geben, weil die müssen ja sozusagen nachrücken, werden sie jetzt ins Rennen schicken. Und bei den Grünen genauso. Bei den anderen ist das völlig Wurst, wenn sie da ins Rennen schicken. Ist das übrigens wirklich arschheiß hier. Also das ist ja die ganze Woche unglaublich warm gewesen, außer am Montag gab es irgendwie einen großen Regenschauer. Nicht und nur ich, Regenschauer. Und ich muss jetzt mal, also ich muss jetzt mal, also und Hagel. Hagel? Nee, also wir hatten bei uns zu Hause Hagel. Jetzt sehe ich sie auch mal. Ach, so. Dich sehe ich jetzt auch mal. Toll. Von der guten Seite. Ja. Nee, also Montag war echt lustig. Wobei in manchen anderen Orten war ja Pups trocken und Bayernisch und bei uns ging hier mal die Welt unter. Ja, naja. Ja, so ist das halt. Wir haben ja über die Wahl gesprochen. Ja. In Oranienburg hat ja die Wahl offenbar schon wieder begonnen. Natürlich. Es hängen jetzt auf einmal schon wieder irgendwelche Parteienplakate. Genau. Man muss dazu sagen, wo? Vor den Schulen, vor den Grundschulen vorher gesagt. Weil die Kinder sollen ja schon mal wissen, wen sie denn in 12 Jahren wählen können. Nee. Das ist ja subtiler, weil du sollst ja die Eltern ja beeinflussen. Die Eltern fahren ja, sollen ja langsamer fahren und sehen dann 30-Schild, Vorsicht, und dann steht da drunter SPD, ihre CDU. Glückwunsch, dass Sie hier vorbeifahren sind. Auf dem Plakat, also man muss dazu sagen, Schulanfang war ja in Brandenburg letzte Woche und da haben die CDU und die SPD haben Plakate aufgehangen. Die CDU hat eins aufgehangen, bitte langsam fahren, Schulanfang. Da war dann so ein Tempo 30 Schild drauf und die SPD hat davon erstmal gar nichts nur geschrieben. Schön Schulanfang, alles Gute, ihre SPD und so weiter. Alles Gute zum Geburtstag. Ja. Also man muss dazu sagen, sie dürfen das. Es gab angeblich, es gab eine Sondergenehmigung. Das ist ja nicht nur das wird bestimmt bundesweit dann sein. Das wird ja bestimmt wahrscheinlich. Nicht, aber ich finde es schon interessant, wie man sich so profilieren will, dann auch mit solchen Aktionen. Und es gibt in Oranienburg ein Plakat, das hängt in einer Straße, die so desolat ist, dass man auch gar nicht 30 fahren könnte. Und das Tempo 30, also dieses Bitte 30 Fahrschild, hängt unmittelbar vor oder Beginn einer Spielstraße. Ja. Das ist halt innovativ. Man achtet mal besonders gut drauf. Und kann man sagen, ja,
da hat das Schild gewirkt. Ja. Die sind 30 gefahren. Echt, also da muss man wirklich sagen, gut Daumen ausgesucht. Ja. Ja, und da und ja. Ja, ja. Wollen wir kurz das Coronavirus streifen? Ja, streifen wir mal. Die haben jetzt einen Impfstoff. Ja, Russland hat einen Impfstoff zugelassen. Ja, zugelassen, ja. So ganz spontan, aus dem Nichts. Nächste an und würden berichten schon, oh, wir sind fast dran und dann auf einmal ploing. Und die Russen da jetzt nicht hauen. Bin voll gespannt, ob wir den auch kriegen, ob Putin uns da was schenkt, ob sie uns überhaupt noch verstehen bei dem Wind, der gerade schon wieder auf diese Kamera einströmt. Ja, natürlich. Wenn ich untertiteln würde. Seit 149. Ja. Untertext. Dann steigen die Corona-Zahlen auch in Neuseeland wieder, aber in Auckland, in Neuseeland, gab es 4 Neuinfektionen. Ja. 4. Und diese 4 Neuinfektionen führten schon dazu, dass sie den Lockdown gemacht haben. Nein. Ja. Geil. 4. Und hier 1000 Neuinfektionen. In Berlin reden sie jetzt davon, ist total lustig, dass man jetzt Alkoholverbot in den Bars durchsetzen möchte. Ja. Ist total lustig, weil sie kriegt mir irgendwie hin, wa? Sagen wir mal, weil ja draußen ja Party gefeiert wird, muss man erstmal Alkohol verbieten. Ist ja eine schlechte Idee. Also keine schlechte Idee. Aber durchzusetzen wird, glaube ich, schwierig. Wenn man dann zum Beispiel Bilder sieht, die mir die Abendschau im RBB gezeigt hat, wie dann der versucht, das Ordnungsamt da ein bisschen durchzugreifen, was natürlich überhaupt nicht funktioniert hat. Ob man dann den Alkoholverbot durchsetzen will, so Prohibition 2.0 oder so. Ja, vor allem, das Zeug kriegen sie ja woanders, dann gehen sie halt in den Supermarkt. Und vor allem, also, ja. Dann gehen sie dann nach Brandenburg und dann wird das richtig gelöffelt. Ja, in Brandenburg, in Oranienburg gab es am letzten Wochenende eine Techno-Party, illegal. Und zwar im Bunker in der Nähe von der Lenitzschleuse. Ja. Ja. Interessant. Nicht mehr gekriegt. Ja. Also 100 Leute in diesem Bunker, also muss ich schon sagen, mutig. Und ja, die besten Techno-Partys waren in Berlin im Bunker. Und auch illegal. Nee, nur wirklich, gab es ja den Techno-Club Bunker, da liefen ja 1000 Techno-Partys in den 90ern. Habe ich mal gehört. Dann wollte die Fußball-Bundesliga wieder mit Fans starten. Ah, dürfen sie nicht. Also richtig. Ja, das Konzept ist, naja, gut, aber nee. Machen wir nicht. Ist halt das falsche Signal. Ja. Wobei man ja dazu sagen muss, also ich habe ja am letzten... Ja, ja. Kriegst du einen Anruf? Nein. Warte. Ich gucke nur gerade, was Frau Kaleitschi dazu gesagt hat. Blenden wir natürlich jetzt ein. Gesundheitspolitisch befürworten wir zurzeit zumindest bis zum 31. Oktober die Öffnung der Stadien nicht. Danach kann man nochmal sich darüber neu diskutieren. Also erstmal bis zum 31. Oktober. Ich finde ja immer aber diese Gegensätze ein bisschen komisch. Einerseits darf man das nicht, andererseits darf man also auch, muss man auch im Theater und Kino die Abstände einhalten. Wobei es jetzt so ist, dass in Berlin dürfen sie wohl ab jetzt jeden zweiten Sitz besetzen, wobei ich auch nicht weiß, ob dann jede Reihe oder also wie auch immer. Also sie dürfen jetzt wieder mehr Leute ins Kino lassen. Theater aber nicht. Ja. Weil sie da, also sie wollen erstmal gucken, wie das in den Kinos funktioniert, ob das machbar ist und so weiter. Ja, verstehe ich nicht so ganz. Lustig ist, jetzt gibt es ja auch demnächst ja die erste große Großveranstaltung wieder in Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf, glaube ich. Ja, dritten treten. Erstmal abwarten. Erstmal geplant ist Brian Adams, Boss Hoss, Sarah Connor. Ja, und noch ein paar andere. Und mal gucken, ob das wirklich, erstmal, ob sie das überhaupt machen dürfen. Also ist ja noch vom, ist ja der Liebenberg, der das jetzt halt ganz organisiert Marek hat. Marek Lieberberg. Lieberberg, glaube ich. Ja, Marek Lieberberg. Bin mal gespannt, ob sie da ein Konzept haben, um das wirklich durchzuziehen. Ist eher noch fraglich. Ich habe ja am Sonntag, hatte ich ja eine Veranstaltung. Und zwar habe ich im Theater Tiefste Provinz in Kremmen habe ich ein bisschen gelesen. Die Band Maxi aus Schwante hat Musik gemacht. Hatten wir ja auch schon in unserer 100. Sendung. Gruß nochmal. Ja. Und da war es auch so. Also wir waren 25 Leute in dem Theater, was extrem wenig klingt, aber viel mehr. Voll aus. Viel mehr hätte man auch nicht reinlassen dürfen, weil, Abstand. Ja, also, wir mussten noch jemanden umsetzen, weil die Person zu dicht an dem anderen saß. Und wir hatten dann echt Schwierigkeiten, weil wir nicht, da sitzt dann der, da sitzen sie zu dicht an dem und zu dicht an dem. Und dann da. Also es ist dann schon schwierig geworden. Der berühmte frühe Platzanweiser wieder aktuell. Da kommst du wieder so in einem schönen Frack und zahlst dir den Platz zu. Und dafür wirst du noch bezahlt. Ja. So, mir platzt der Kopf bald hier in der Sonne. Wir gehen mal in eines der Gartenzimmer und gucken uns da ein bisschen um. Krieg ich denn was zu trinken? Nein. Wieso nicht? Ach doch, du hast ja, ich hätte auch ein bisschen was zu trinken verdient. Hast du ein Glas mit? Nö. Siehst du, Egoist. Ja. Bis später. Ja, und es gibt hier das Gartenzimmer Herkunft.
Und da werden wir schaukeln. Du willst schaukeln? Ja, guck mal, wenn man schon die Möglichkeiten hat. Wie geil. Da werden wir doch mal zwischen den Hortensien hier mal erstmal. Ja, du kannst mal sagen, was hat denn Herkunft zu bedeuten? Wo soll ich denn? Ach, vielleicht weil sie ja aus ganz spät über die Kurfürste, vielleicht weil sie aus dem Niederländischen, aus dem Holländischen kommt, heißt ja von Oranien. Das heißt, alles, was hier irgendwie kann ich mir vorstellen. Blüht, also, ist. Guck mal, steht 800 Jahre der Gemeinde Vogt in Niederlande. Sag, bin ich gut. Ah. Ja gut, hier steht jetzt aber auch nicht. Aber es ist halt niederländisch alt, denke ich mal. Oder die Anordnung ist niederländisch. Guck mal, sind doch die Farben, oder? Blau, Rot. Ein Pegel aus Amsterdam. Mhm. Ja. So, du willst jetzt also schaukeln, ja? Ja. Bist du sicher, dass die Schaukel dich aushält? Na dann, bitte. Bist du jetzt schon? Na ja, klar. Musst du doch mal Zeitlupe machen. Nee, will ich jetzt richtig schaukeln sehen hier. Und dich abstürzen sehen. Das ist wahrscheinlich schon lange Kinder mehr geschaukelt. So, und jetzt schaukelt er und schaukelt und kommt nicht wieder runter. Das ist ein echt bitteres Schicksal. Liebe Zuschauer, bitte spenden Sie jetzt. Wir nehmen auch Essensspenden entgegen. Der junge Mann muss ja ab und zu auch mal ein bisschen was essen, wenn er die nächsten 12 Jahre jetzt dort schaukelt. Ja, so ein kleines Päuschen zwischendurch. Ja. Bei der Hitze, also diese Sonntagmittag-Hitze, es ist schon. Dazu habe ich auch das perfekte Bier. Brotzeitseidler. Und ich kriege nichts ab, die Sau. Lump hat sie immer. Darf man eigentlich hier in diesem Schlosspark Fremdgetränke mitbringen? Keine Ahnung. Darf man Bier trinken im Schlosspark? Weiß ich nicht. Ich glaube, käuflich erwerbbar ist es, glaube ich. Aber nicht das? Nee. Zeig mal, bevor du hier trinken darfst. Ja. Göller Brotzeitseidler. Mm. Von der Brauerei Göller in Zeil am Rhein. Am Rhein? Siehst du, ich hab mir mal keinen. Am Main. Achso, am Main. Das ist jedenfalls nicht wie sonst. Gönn dir ein Göller Brotzeitseidler Schankbier, gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Wasser, Gerstenmalz, Hopfen. 4,3%, relativ wenig. Ja, ist doch die Brotzeit. Kühl lagern. Ja, jetzt wird es nicht mehr ganz so kühl sein, wenn man schon den Tag damit durch die Linie gelaufen ist. Kommt nicht oft vor, aber ich bin gerade ein bisschen neidisch. Und ist noch haltbar, bis zum 23.01.21, wo ihr merkt. Oh, Prost. Ah. Hätte ein bisschen besser temperiert sein können. Ach was. Ja. Es, also, man muss sagen, hätte man vorher mal im Tiefkühlfach lehnen sollen, damit das halbwegs temperiert jetzt sein könnte. Liebe Betreiber des Oranienburger Schlossparks, wir wünschen uns hier so ein paar Tiefkühlschrankpositionen oder so Stationen. Ja, Stationen, weißt du, so, wie früher gab es da eine Zeit lang so eine Aktion, wo du dann so eine Bierröhre in den Boden einbringen könntest, wo du dran ziehst, da kommst du hoch und das kannst du dann die Bierflasche so rausnehmen. Finde ich eine coole Idee, sollte man vielleicht hier integrieren. Wollen wir zwischendurch, wenn wir schon mal so gemütlich sitzen, die Promi-Geburtstage der Woche machen? Wenn ich jetzt mal einen Zettel finde, ganz elegant aus meiner Hosentasche ziehe, wo noch die Hälfte rausfällt. Kann ich schon mal anfangen? Ja, am Montag, 60 Jahre alt geworden, ist der Schauspieler Antonio Banderas. Banderas. Auch schon 60, unfassbar. Ja, das ist der Einzige, den ich Montag hätte. Ja, ich auch. Dienstag habe ich gar keinen. Ich auch nicht. Nee. Mittwoch habe ich mehrere. Drei. Ja. Ich fange mit Heintje drei an. Drei hochkarätige. Ja, Heintje. Die Mama, du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen. 65 sei geworden, der alte Niederländer. Hein Simons. Genau. Dann die große Schauspielerin, also eine der größten Schauspielerinnen, die wir ja noch in Deutschland haben. Doch, Iris Berben ist 70 geworden. Jetzt kommt der Knall. Peter Weck. 90 geworden. Hat übrigens eine neue Liebe, war irgendwie 40 Jahre jünger oder noch mehr. Naja, man will ja auch im Alter muss jung bleiben. Ja. Also man kennt ihn ja in Deutschland vor allem durch Ich heirate eine Familie. Nein, durch die 70er Jahre Gedönsfilme. Das auch. Und in Österreich ist er natürlich noch viel bekannter, weil da hat er ja mit diversen Theatern, Opern,
aber ich glaube, er hat Cats in den deutschsprachigen Raum gebracht damals, wenn ich mich nicht täusche. Da also Peter Beck, großer Mann. Ja, Donnerstag habe ich Cats. Ich auch nicht. So, wen haben wir denn am Freitag? Die berühmte Opernsängerin Clara Brightman ist 40 geworden, nee, 60 geworden. Die ist wiederum bekannt geworden durch damals den Henry Maske-Song. Genau, mit Andrea Bocelli. Ja. Time to... Und so weiter. Steve Martin, Komiker, Schauspieler, Freitag 75 geworden. Und Musiker, der hat auch eine Kapelle und hat auch schon Grammys gewonnen. Hammer Typ. Ja, und dann hat jetzt Wim Wenders, der ist 75 ebenfalls geworden. Regisseur. Am Freitag 80 geworden. Ja. Die Legende der ARD. Ja, die Legende der ARD, Max Schautzer. Den Saab-Gesicht haben, einfach mal so. Weil er zu alt war. Ja. Und am Sonntag habe ich dann nur noch die Schauspielerin Jennifer Lawrence. Ja. Die ist 30 geworden. Und Prinzessin Anne. Die Schwester von Olle Charles ist mittlerweile auch schon 70. Und wenn Sie sich oder wenn ihr euch gewundert habt, was am Anfang dieser Sendung für ein unfassbar schaler Gag kam, dann kann ich nur sagen, Fips Asmussen. Ja, hat uns verlassen. Fips Asmussen, oder wie Oliver Kalkofe ihn liebevoll nannte, Fips Arschmuskel, ist am Dienstag, ich weiß nicht, ob er Dienstag gestorben ist, auf jeden Fall ist Dienstag bekannt geworden, dass er gestorben ist. Wieso haben wir jetzt den Sonntag eigentlich nicht genannt heute? Glaub, weil ich keinen habe am Sonntag. Ich hatte einen. Wen hast du denn? Vanessa Carlton ist eine Sängerin, die ist 40 geworden. Entschuldige bitte, ja? Er wurde erschlagen. 500 Miles from Home ist hier. Groß, ja, jedenfalls Fips Asmussen, der große Witze erzählt, der uns auf mindestens einer Klassenfahrt tausende Kilometer lang Bus begleitet mit hat. Bus, ja. Weil, wie hieß Busunternehmen? Keine Ahnung. Touro Reisen, glaube ich. Ich glaube, der Busfahrer, also der Unternehmer ist auch vor gar nicht so langer Zeit gestorben in Oranienburg. War denn nicht ein Unternehmen? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls lief in seinem Bus. Auf der Reise nach ins Rheinland St. Gorshausen liefen immer wieder Live-Auftritte von Fips Asmussen. Und er war knallhart. Keine andere Kassette wurde erlaubt. Ja. Wohlgemerkt. In dem Sinne, gucken wir jetzt mal, was hier sonst noch so los ist. Schauen wir mal. Bis später. Anders, jetzt könnte ich hier ewig sitzen bleiben. Ja, also ich habe ein Bierchen, also ich habe damit kein Problemchen. Einfach mal in die Runde zu gucken. Ab und zu mal einen Schluck zu nehmen und den Tag zu genießen. Am besten, Sie gehen selber mal ein bisschen rum. Ja. Wir bleiben hier noch ein bisschen. Wir sind jetzt hier im alten Schlosspark und mit dem verbindet uns hier noch eine ganz andere Geschichte. Also, ja, komm mal mit. Ja, ich komm mal.
erinnerst du dich noch, welche Geschichte ich hier erzählen kann? Naja, natürlich. Es, Anno 1900, weiß ich nicht wann, und wir... ich würde sagen, Anno 1992, 93, nee, ein bisschen später. Ich glaube 94, 95, 96 vielleicht, ja. So. Da haben wir hier im alten Schlosspark, sind wir gerannt. Wir hatten unsere Sportstunden vom Luise-Henriette-Gymnasium hier, genau, im alten Schlosspark. Erstmal, das Lustige war immer, von der Schule, vom LHG hierher laufen. Ja. Und dann Sport machen. Ja, ich komme. Ja, man kann flanieren, man kann den ursprünglichen Park genießen, man kann aber auch halt den neuen Park sich angucken. Und das, finde ich, macht so diesen Schlosspark aus. Und das ist allerdings auch das, was so ein bisschen so einige Oranienburger auf die Palme bringt, dass natürlich die, auch dieser alte Schlosspark ja nicht mehr zu begehen ist, ohne dass man Eintritt bezahlt. Übrigens 4 Euro jetzt in der Saison, ich glaube 2 Euro ermäßigt. Es gibt aber auch Jahreskarten für die Oranienburger, 20 Euro im Jahr. Also wer hier öfter hin will, gerade mit den Kindern zum Spielplatz, ist das schon alles in Ordnung. Und Leute, es gibt auch Leute, die knutschen hier. Hab mal gerade gesehen. Ein schöner Gegensatz ist übrigens hier die Orangerie, wo auch viele Veranstaltungen stattfinden. Normalerweise auch die Stadtverordnetenversammlungen. Und auf der anderen Seite des alten Schlossparks... die, ja, ich weiß gar nicht, ob es jetzt eine Grundschule, eine Kita oder sonst was ist, aber dieser schicke, ja, Kasernenbau, der hier so richtig schön reinpasst, aber leider immer noch gebraucht wird. Ja. Genau. Jetzt sind wir hier am alten Tümpel. Neuen Schlossparkteich angekommen. Tümpel. Am Tümpel. Also hier zu sitzen ist, glaube ich, echt schön, auch wenn so die Rasensprenger arbeiten und so. Also das Leben draußen pulsiert hinter dem Schlosspark. Eingangsbereich. Ja. Das hat schon was. Es gab noch mehr Themen in dieser Woche. Hast du den Auftritt mitbekommen von Florian Schröder bei den Querdenkern? Nee, ich habe das gelesen, aber nichts gesehen. Ja, also das lohnt sich wirklich mal. Also die Querdenker sind ja diese Vereinigung, die unter anderem die Anti-Corona-Demos initiiert haben. Und die dachten irgendwie, dass Florian Schröder bei seinem NDR-Auftritt vor kurzem irgendwas in ihrem Sinne gesagt hat. Was sie nicht gemerkt haben, war, dass es satirisch war. Darauf haben sie ihn eingeladen und Florian Schröder ist dann bei denen aufgetreten und hat eigentlich eine wirklich denkwürdige Rede gehalten, die erst höflich Applaus bekommen hat, dann immer mehr Buh und so weiter. Also es war sehr bemerkenswert, was da passiert war. Genau, fand ich sehr, sehr gut. Und der Tierpark Germendorf will die Preise erhöhen. Wie viel denn? 1 bis 2 Euro, weil die Leute die Klos voll scheißen. Und nicht nur die Klos, sondern auch den Park. Und überhin und hin pullern und ja. Hast du gesehen, also wir sind neulich mal da lang gefahren, irgendein Samstagvormittag. Erstens war der Parkplatz schon brechend voll und die haben hier standen, ja, bis zum Ende des Parkplatzes. Also ohne Abstandsbegrenzung. Ja gut, aber ich habe schon oft gesehen, dass da ganz lange Schlangen, weil die da voll. Eben... voll, ja. Also dass natürlich dann natürlich die Dollarzeichen im Auge blinken, wenn man denn das eigentlich so günstig hat bisher. War ja nicht viel. Ja, aber ich glaube, die blinken nicht deshalb, die Dollarzeichen. Also es ist so ein... weil die Leute einfach Assis sind und alles... zuscheißen. Ja. Und zum guter Letzt möchte ich überhaupt mal lobend erwähnen. In Bötzow, ja. Da gab es so diverse Schmierereien am Pavillon und Jugendliche wurden beschuldigt, dass sie da wilde Sau gespielt haben. Und es wurden ja auch Jugendliche erwischt, die Alkohol in ihrer Tasche hatten. Jetzt aber gab es eine Gruppe, 6 Jugendliche in Bötzow, die sich dann bei 35 Grad in der Sonne hingesetzt haben und Bänke sauber gemacht haben, den Pavillon sauber gemacht, alles abgeschleift haben und neu angestrichen haben, abgeschliffen und angestrichen haben. Und da muss ich schon sagen, Respekt. Und man kann nur hoffen, dass dazu bleibt. Dass das dann auch so sauber also bleibt. Ein Daumen hoch für die 6 Jugendlichen. Ja. In diesem Sinne verabschieden wir uns hier aus dem Schlosspark in Oranienburg. Ja, das war irgendwie... Was war das eigentlich hier? Das war keine Wochenshow. Ja. Und kommen Sie doch mal her und gucken Sie mal rein. Kommen Sie rin, können Sie rausgucken. Genau. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ahoi.